Normalerweise kriegt ihr von mir Webdesign beigebracht. Jetzt geht es hier mal kurz um ein anderes Thema. Und zwar reden wir mal allgemein über das Thema Kommunikation mit Kunden. Wir haben hier eine Anfrage bekommen, die ich in der oder einer ähnlichen Art und Weise sehr, sehr oft bekomme. Und meistens ist es so, dass der Kunde davon ausgeht, dass egal welche Anfrage er stellt, die doch super einfach ist. Ja, wir sehen hier auch, wir würden das gerne um einen kleinen Punkt erweitern. Es ging darum, ein neues Feld einzubauen, in dem ein Gutscheincode übermittelt werden soll. In einer Lösung, die quasi eine eigene Kontaktformularlösung ist oder eine Anmeldeformularlösung, die ich damals entwickelt hatte für den Kunden. Und dieser Gutscheincode soll dann eben auch per E-Mail an den Administrator übermittelt werden. Es soll auch eine Validierung stattfinden, das ist der komplizierte Teil, ob dieser Code bereits existiert oder ob er schon verwendet worden ist. Die liegen dann alle in der Liste vor. Und das soll ich eben umsetzen. Und die Antwort ist halt nie, ja kann ich oder ja kostet so viel, sondern was ihr machen müsst an dieser Stelle ist, ihr müsst es immer aufbrechen, weil ihr dann nämlich insbesondere auch die Möglichkeit habt, dem Kunden nochmal so eine Upsell-Möglichkeit zu geben. Also, was ich hier gemacht habe, ich habe eine relativ umfangreiche E-Mail geschrieben, ja. Ich habe ihm gesagt, es gibt ein paar Fragen, die ich vorher beantwortet haben muss, damit ich euch ein verbindliches Angebot machen kann, ja. Erstens, Dateneingabe. Wie wollen wir die Dateneingabe machen? Also, zeigt an dieser Stelle, wenn ihr dem Kunden antwortet, schon, dass ihr mitdenkt, obwohl ihr noch gar keinen Auftrag bekommen habt. Ist immer ein gutes Zeichen, ehrlich gesagt, für einen Dienstleister. Ja? Also, in welcher Form sollen diese Sachen ins System eingepflegt werden? Das ist die einfachste Möglichkeit ist, die werden einzeln eingegeben, ja, dass man einfach ins Backend geht und sagt, neuer Code, aber dann wirst du natürlich bescheuert, wenn du 200 Codes eingibst. Und dementsprechend will man ja vielleicht per CSV-Datei den Upload steuern. Dann ist die Frage, soll es eine Validierung geben, wenn diese Codes ins System eingegeben werden? Also soll quasi gecheckt werden, es gibt aber schon einen Code, der den gleichen Code halt hat, ja, den gleichen Zeichen quasi enthält. Und auch das kann man wieder erklären, ja, naja, das erhöht die Komplexität des Systems und ihr werdet schon vermuten, das wirkt sich natürlich auf den Preis aus, den wir am Ende haben. Wie oft darf ein Code verwendet werden? Ja, nur einmal oder x-mal. Soll es einen Gültigkeitszeitraum geben? Und was soll mit dem Formular passieren, wenn man das eingibt? Ja, der Kunde hat zwar gesagt, dass das validiert werden soll, aber wenn ihr dann als Antwort gebt, es kostet so und so viel, kommt es vor, dass der Kunde dann sagt, oh, dann ist mir die Validierung ehrlich gesagt doch nicht so wichtig. Deswegen quasi auch an dieser Stelle nochmal abfragen und dem Kunden diese Option geben und eben sagen, wie soll die Validierung erfolgen? Ja, soll es einen Hinweis geben? Die Person soll die Möglichkeit haben, den Code nochmal zu ändern oder soll die Anmeldung einfach abgeschickt werden und ihr müsst hinterher Mails hin und her schreiben? Ja, das ist immer sehr, sehr unsexy. Also kann man den Leuten quasi direkt an dieser Stelle auch nochmal sagen, da gäbe es noch Arbeit für uns. Wir können euch aber das Leben einfacher machen, weil ihr dann weniger Mails hin und her schreibt. Und dann ist die Creme de la Creme einer solchen E-Mail, die ihr dem Kunden schreibt, dass ihr eben noch ganz konkrete Beispiele gebt. Also dass ihr sagt, das ist hier die 0815-Lösung, die kann jeder umsetzen in 2 Stunden. Ja, die Codes werden alle einzeln eingegeben. Am besten du hirest eine Schreibkraft dafür. Wir haben keine Validierung. Jeder Code ist einmalig. Es gibt keinen Gültigkeitszeitraum und es wird auch nicht gecheckt, was passiert, wenn jemand einen falschen Code eingibt. Kostet für 52 Euro, weil das echt wenig Aufwand ist. Ja, das ist einfach nur, wir packen ein neues Feld in den Prozess rein. Das macht eigentlich nichts. Es ist kaum Logik dabei. Zweite Variante. Wir wollen den Importer. Also hier ist was, da. Hier, das ist nicht so wichtig und so weiter und so weiter. Also ihr zeigt quasi 3 Varianten zum Beispiel hier auf und sagt eben dann auch immer ganz konkret, wie viel das kostet. Und jetzt habt ihr auch direkt die Nachfrage des Kunden vermieden, dass der Kunde sagt, ja, aber warum kostet es mehr? Ja, ihr habt vorher erklärt, was es alles für Sachen gibt, die komplex sein könnten, beziehungsweise die Komplexität der Umsetzung beeinflussen. Und ihr habt hinterher konkrete Beispiele gegeben und eben gesagt, wie viel etwas kostet, je nachdem, was sich der Kunde wünscht. Und dann kommt es im Normalfall wirklich nicht mehr vor, dass ihr irgendwie eine E-Mail bekommt, die unkonkret ist. Dann weiß der Kunde, okay, alles klar, ich verstehe, was er meint. Hier in dem Fall haben wir dann quasi 1 bis 5 eine ganz klare Angabe bekommen. Und dann gab es hier noch eine neue Ergänzung, weil durch die Fragen, die ich gestellt habe, ist quasi intern in der Firma nochmal geprüft worden, ja, was davon brauchen wir eigentlich? Weil vorher wurde eben auch nur so ein bisschen gemailt. Ja, das ist die Hölle jeder Produktivität, falls ihr es nicht wusstet. Hin und her mailen ist immer ganz schlecht, Telefon ist meistens besser. Und dann ist quasi noch gar noch ein Folgepunkt dadurch entstanden. Naja, und dann auf Basis dieser Angabe habt ihr quasi ein Pflichtenheft. Also ihr wisst ganz genau, was jetzt quasi umgesetzt werden muss. Und dann ist es natürlich auch einfach, jetzt am Ende ein Produkt abzuliefern, dem Kunden zu sagen, das deckt eben diese Punkte ab, die wir vorher besprochen haben. Und wenn der Kunde sagt, aber Moment mal, ich wollte, dass mein Code 3-mal eingegeben werden kann, könnt ihr euch darauf berufen. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben hier eine klare Vereinbarung getroffen. Das war im Angebot nicht dabei. Ist aber kein Problem. Kann ich gerne für dich machen. Kostet nur Geld. Ja, es ist meistens kein Problem, wenn der Kunde dafür bereit ist, Geld zu bezahlen. Ihr müsst nur klar und offen kommunizieren, das möglichst transparent machen. Von Beginn an, idealerweise, indem ihr noch einen Zeitrahmen nennt, in dem ihr das umsetzt. Das ist hier schon ein bisschen her, um ehrlich zu sein. Aber das hat nicht mega geeilt, wurde mir eben auch so mitgeteilt. Deswegen habe ich das ein bisschen später gemacht, fast einen Monat später. Und so sind wir quasi zusammengekommen.
haben. So hat das Projekt insgesamt gut funktioniert. Und ich würde auch behaupten, dass meine Schätzung, die ich abgegeben habe für die Zeit, die ich am Ende brauche, ziemlich, ziemlich gut hingekommen ist. Also dementsprechend, das ist quasi eine meiner Ansicht nach empfehlenswerte Art der Kommunikation mit Kunden, die ihr selbst auch unbedingt mal probieren solltet. Und dann wünsche ich euch natürlich auch viel Erfolg mit euren nächsten paar Aufträgen. Falls ihr mehr über Webdesign lernen wollt, was ich hier mache, oder Kundenkommunikation oder Selbstständigkeit im Allgemeinen, dann schaut gerne mal im Stream vorbei. Viermal die Woche zeige ich euch diese Sachen, weil ich quasi meinen ganzen Arbeitsalltag live streame. Dieser Clip ist auch in diesem Stream entstanden. Ansonsten, falls du noch weitere Anmerkungen hast und sagst, ey, das können wir noch viel besser machen oder es gibt viel bessere Tools als E-Mail und es gibt viel bessere Tools als E-Mail, dann hinterlass doch mal deinen persönlichen Tipp hier unten im Kommentarbereich von diesem Video. Ansonsten kannst du den Kanal noch abonnieren und dann sehen wir uns hoffentlich bald mal im Stream oder eben hier auf YouTube. Bis dann.